Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Moment mal, wieso geht's nicht weiter? Oh, geht's nicht so weiter, wie ich dachte. Mist. Wir sind immer noch im Hammerlock DLC. War nicht anders zu erwarten eigentlich. Machen immer noch die ganze Zeit Sidequests. Jetzt muss ich mal gucken, wie groß ist denn das Gebiet hier oben. Uiuiui. Und ich bin quasi gerade noch auf der Suche nach Eiern. Da hinten ist noch ein kleiner. Ah, ich glaube, ich verwechsel gerade die Gebiete. Vielleicht. Ich glaube, ich meinte das da hinten eigentlich. Skinner's Grove. Genau, das ist das Gebiet, was ich eigentlich gesucht habe. Ah. Ich bin ja gerade noch so ein bisschen auf Eiersuche hier. Zwei Stück fehlen noch, die müssen irgendwo in dieser Map sein. Ich hätte jetzt erst vermutet, dass sie vielleicht hier oben sind. Aber wahrscheinlich sind die dann doch eher da unten, in dem kleinen Gebiet, wo wir noch nicht waren. Oder ist hier noch was? Da hinten ist glaube ich ein Grafikfehler. Nee, hier ist noch eine Kiste. Ich mag meine Schätze wie meine Babysteaks. Oh. Spiker. Na komm, ich probier's mal. Spiker ist. Ja. Ich glaube, die hatte irgendeinen Effekt, dass ich die eigentlich nicht mochte, aber so viel Schaden wie die macht, probier's jetzt mal. Verbraucht zwei Muni pro Schuss, ist nicht so schlimm. Bei so viel, bei so einem großen Magazin. Mal sehen. Ist zumindest eine starke Koro-Waffe. Ich wollte sowieso mal gucken, dass ich demnächst vielleicht auch noch mal ein paar Schlüssel in die Goldkiste schmeiße. Du brauchst Granaten, das sehe ich, du brauchst Granaten. Oh, welche die treffen, wäre gut. Wie die zum Beispiel. Mal gucken. Jetzt jedenfalls den DLC mache ich, denke ich, noch mit den Waffen zu Ende. Uns fehlen noch zwei Eier. Die sind entweder da hinten oder. Es könnte sogar sein, dass eins noch hier oben irgendwo ist. Oder unten, ich weiß nur nicht wo. Ich war ja mittlerweile wirklich fast überall. Was ist das da hinten? Ein normales Borg-Baby. Keine rosa Borgs, dann sind sie mir nicht egal. Was Blaues bei ist, aber kein Quest-Item. Ist hier noch was? Nö. Da hinten sieht auch nicht so aus. Gut, dann gehen wir erstmal wieder runter. Und gucken dann hinten in der Ecke nach. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Und dann sind die beiden Eier da. Wenn das das Gebiet ist, was ich gerade im Kopf habe, könnte es sogar noch hinkommen. Es kann eigentlich auch sein, dass das gerade mit Feuerspur. Dass ich es gerade verwechseln, dass eigentlich auf einer ganz anderen Map ist. Könntest du gerade mal da hochspringen? Dankeschön. Und ich nehme natürlich nicht den Fahrstuhl. So geht's ein bisschen schneller. Die Feuerspur verfolgt mich immer noch. Na, aber die bleibt erstmal da oben, glaube ich. Schön. Oder auch nicht. Ich hätte gerade gern ein Auto. Ist das da? Ne, das ist ein Sumpfdrifter. Wir hatten, glaube ich, noch gar keinen zweibeinigen Drifter, oder? Ich freue mich ja schon darauf, dass ich mich die Quest machen darf. Sumpfdrifter. Also die Quest, die ganzen seltenen Monster zu suchen, ist unglaublich nervig. Das ist auch ein Sumpfdrifter. Ist es überhaupt noch im Gebiet drin? Ja, doch ist es, okay. Lauf, Krieg, lauf! Ich hätte jetzt eigentlich gerade mal bei der Gelegenheit schon noch die alten Quests abgeben können, oder? Wenn ich jetzt sowieso was machen soll. Jetzt ist es zu spät.
Jetzt laufe ich erst da hinten hin, in der Hoffnung, was zu finden. Die nächste Hauptquest will ich eigentlich sowieso erst angehen, wenn es Nacht ist. Weil ich ja schon gesagt habe, die Quest mit dem Skag von Claptrap, die ist mit in dem Gebiet und ich muss ja scheinbar dem Weg folgen. Auch wenn ich quasi weiß, wo ich hin muss. Ich liebe dein Blut. Mehr Borox. Mehr Granaten für mehr Borox. Ui, weg hier. So. Ja, doch, das ist gut. Also wenn ich da hinten nämlich links gehe, müsste noch... Wieso habe ich mir die Markierung da eingesetzt? Ach so, weil ich hier quasi richtig... Ach scheiße, ist das da oben? Da habe ich doch verwechselt, glaube ich. War hier nicht noch Eier da hinten? Völlig egal, was ich mir markiert habe, war nicht noch hier hinten das? Da hinten sehe ich doch was. Das könnte neu sein. Das war eine saublöde Entscheidung. Genau, das denn scheint neu zu sein. Dann fehlt nur noch eins. Und da ich hier oben, glaube ich, noch nicht nachgeguckt habe, ist es auch einfach so unwahrscheinlich, dass das irgendwo hier in der Ecke liegt. Irgendwo in irgendeinem Haus hier war, glaube ich, noch eins. Nicht. Da hinten. Ah, wunderbar, dann haben wir die auch schon alle erledigt. Das ist gut. Achso, stimmt, die müssten wir jetzt auch. Oh, ich dachte, das wäre eine Sonderquestnummer dann. Die war. Genau da. Wo waren denn. Wir haben quasi alles richtig gemacht, merke ich gerade, weil sogar hier der Aufzug ist. Also es ist fast schon gedacht, dass man hier die letzten Eier holt. Ich glaube nicht, dass das Spiel so weit denkt, aber hey. Hier kommen wir nämlich nach unten. Und können uns mit der Königin prügeln. Königin der Drifter. Von der gab es auch irgendein interessantes Sniper als Belohnung. Ich weiß aber nicht mehr welches. Irgendein gutes Sniper war das. Arizona. Stirb. Bin ich voll für stehe. Ist natürlich auch wieder einer dieser Gegner, die ewig viel aushalten. Man sieht gerade, ich mache ziemlich gar keinen Schaden. Ich liebe es, wenn du mich voll blutest. Könntest du mal hiermit versuchen. Aber dann muss ich erstmal treffen, ne? Das kratzt sie auch nicht wirklich. Das bringt es nicht wirklich. Machen wir erstmal hier mit weiter. Oh, guck mal, eine Kiste. Das ist nett. Au. Dämliches Feuer. Das könnte ein Weilchen dauern. Was für ein fantastischer Blutjunge aus mir geworden ist! Es ist auch kein schwerer Gegner, weil das Gebiet hier einfach ziemlich gut dafür ist, die zu bekämpfen. Aber mir geht gerade die Assault Rifle Muni aus. Das ist schon mal ein Problem. Kurzer Waffenwechsel.
Macht auch ganz gut Schaden. Kann sich nur um Stunden handeln. Fünf Studenten später. Sie lebt immer noch. Ja, das ist ein bisschen mies jetzt. Drifter. Die Schwachpunkte erreiche ich einfach irgendwie nie richtig. Und das wäre das Einzige, was ihr, glaube ich, wirklich schaden macht, wenn ich die ganze Zeit auf die Schwachpunkte ziehe. Aber die sind alle an ihrem Arsch, also ist gar nicht so einfach da zu treffen. Vor allem, weil sie halt logischerweise die meiste Zeit eher so in unsere Richtung guckt. Und wenn sie sich mal dreht, dann schaffe ich sie mir nicht zu treffen. Immerhin haben wir schon mal die Hälfte abgezogen und die das gibt's jetzt nicht. Nee, wenn ich jetzt sterbe, hat sie doch volles Leben. Tu mir einen Gefallen, stirb einfach. Nee, sieht nicht so aus. Scheiße. Deswegen hasse ich solche Gegner manchmal einfach. Wieder, wie sich die. Achso, ja, stimmt, ist da oben nicht unten. Yay, sie hat wieder volles Leben. Schnittwunde. Könntest du bitte sterben einfach? Diesen Gefallen tun? Wieso war da nur eine Kugel drin? Das ist ein richtig beschissener Gegner einfach. Ihre Schwachstellen zu treffen ist nicht einfach. Oh, ich bin zu blöd dafür, vielleicht auch beides. Man sieht es vielleicht gerade. Die wackelt aber auch ganz schön viel. Shotgun wäre vielleicht gut. Ich habe eine Shotgun dabei, die eine Menge Schaden macht. Hyperion Sniper. SMG könnte auch funktionieren. Was ist denn das da? Ich versuch's mal. Ich glaube zwar nicht, dass das gut funktioniert, aber wir können es ja mal versuchen. Wo bist du? Oh doch, es geht gut. Okay, Shotgun scheint zu funktionieren. Ja. Gut, es scheint zu funktionieren, weil ich gerade einmal kurz genau ihren Schwachpunkt getroffen habe. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier eine Hyperion Shotgun. Und die erhöht ja die Genauigkeit beim Feuern, deswegen ist das eine recht präzise Sache. Aber ich habe schon keine Muni mehr. So viel dazu. Versuchen wir es mal damit. Wow. Ich kann es mir nicht leisten, jetzt nochmal zu sterben. Das wird mir dann langsam doch zu blöd. Das kostet schon jetzt zu viel Zeit. Na, das gibt's doch nicht. Das kratzt die echt überhaupt nicht, oder? Also wenn ich keine Crits mache, macht das null Schaden. What? Die Königin fällt? Was denn jetzt? Wie zur Hölle ist die jetzt verreckt? Hä? Nur fürs Protokoll, ich habe keine Ahnung, warum die jetzt gerade tot war. Die hatte doch noch so viel Leben. Das will ich jetzt wissen. Die ist tot? Ja, die ist offensichtlich tot. Okay, was auch immer da gerade passiert ist. Nicht wichtig. Und da ist es. Genau, der Elefantentöter.
Das Ding hat doch eh einen Nachteil, oder? Das Ding hat so viel Schaden. Achso, es hat wieder keinen. Es hat wieder keinen Zoom. Aber 7000 Schaden? Ich probiere es mal aus. Ich snipe eben momentan fast gar nicht. Das wäre sowieso eine Überlegung, ob ich vielleicht mal das Sniper durch eine Schrotflinte austausche. Das ist offen gestanden gar nicht mal so eine blöde Idee. Ich bleibe erstmal dann dabei, weil das Visier ist mir doch momentan. Ich habe mir überlegt, welche Gegner ich überhaupt snipe. Dann, nee, lohnt sich doch nur mit Visier. Oh mein. Das hier könnte schon fast einen Sniper ersetzen. Na, vielleicht noch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Entweder weil ich das Sniper jetzt. Wobei, warte, ich brauche zwangsweise noch einen Sniper, fällt mir gerade auf. Es gibt eine Mission später, da brauche ich Sniper, da könnte sogar das mit 7000 Schaden ganz gut sein. Ich sollte mir überlegen, ob ich das vielleicht mal aufheben will. So. Zurück zu Hammerlock. Den ganzen Krimskrams abgeben. Und dann, weil es passenderweise auch gerade Nacht oder ich weiß nicht, es ist Nacht. Es ist ein bisschen dunkler geworden, aber wir sind immer noch in einer scheiß Höhle. Grotte, was auch immer. Ah, guck mal da oben. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Ist das Nakayamas Schiff, was da oben hängt? Ich meine, es könnte hinkommen, ne? Ja, Creek, es ist anstrengend, ich weiß. Aber so ist dieser DLC nun mal. Ja. Nee, wenn ich hier rausgucke, sieht das irgendwie nicht nach Nacht aus. Eher nach frühem Morgen. Ja. Wobei, das lässt sich auch ganz einfach klären. Im Zweifelsfall werden wir einfach dann den nächsten Part bei Nacht anfangen. Oh, das sieht jetzt gerade in der Abend aus. Keine Ahnung, vielleicht ist der Licht einfach auch einfach ein bisschen komisch, dass ich nichts erkennen kann. Das Grotto. Bitte. Staff abliefern. Der Kammerjäger erhält seinen Lohn. Und doch ist diese blutige Geschichte noch nicht ganz zu Ende. Landsmann? Kamerad? Gütiger Gott, soziale Interaktion ist schwierig. Ich weiß. Gut gemacht. Gut gemacht. So, alles tot. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Frage. Das kommt weg, das behalte ich vorerst. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt auch weg. Die behalte ich sogar glatt erstmal. Weil das eine Schrotflinte wäre, von der ich sogar glatt überlegen würde, sie einzusetzen. Ich meine, ich kenne mich, ich werde die Waffen sowieso demnächst verkaufen, weil ich einfach nie aufpasse. Da. Und nach Skillers Grove. Dann hier einfach komplett runter. Das sieht nach Beinebrechen aus. Nö, wir leben noch. Alles bestens. Wir haben gar keine Beine, das sind Räder. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal Schluss und ich warte kurz, bis es Nacht ist. Damit wir beim nächsten Mal dann diesen blöden Urinspuren hier endlich folgen können. Bis dahin.